Hallo und herzlich willkommen hier auf meinen kleinen süßen Kanal, meine kleinen süßen Genossen, Genossinnen, alle anderen, die per Zufall auf dieses Video geklickt haben. Ihr habt eingeschaltet, ihr wollt wissen, wie man die Pulsprügel am besten birgt und natürlich, wie man sie spielen sollte. Hier gibt es nämlich zwei unterschiedliche Spielweisen, mit der man spielen kann. Natürlich gibt es viele Waffen, die immer nur eine bestimmte Spielweise hat tatsächlich. Ich nehme jetzt beispielsweise die Phantom. Die ist ja relativ gut gegen mittlere als auch gegen dickere Gegner. Auch normale Höhlen sind natürlich kein Problem. Das heißt, ein gutes Sturmgewehr ist das. Jetzt kommt die Frage, wie spielt man die Pulsprügler? Und wir fangen jetzt erstmal, bevor wir da anfangen, wie wir sie spielen, gehen wir erstmal auf die Perks ein und schauen uns an, wie die Waffe am besten geperkt werden kann. Und welche meine Sicht ist tatsächlich, wie die letzte Fähigkeit dieser Waffe sein sollte. Und damit fangen wir natürlich an. Ihr könnt hier schon mal links die Vorteile sehen. Wir werden uns jetzt auch generell mal die Vorteile an sich anschauen. Fangen wir erstmal an mit dem ersten Perk, das ist Energie, da kann man nichts ändern. Das heißt, dieses Perk bleibt so. Dann reden wir jetzt über die Crit-Wertung, also Nachladen und kritischen Schaden. Hier erstmal eine kleine Information an alle Leute, die das gerne wissen wollen. Ihr könnt entweder oben Crit-Schaden drauf machen oder Crit-Wertung oder auch unten. Das heißt, die Perks hier könnt ihr ja sehen, die bleiben, also die könnt ihr halt immer vertauschen, wenn ihr das wollt. Da ändert sich nichts viel. Außer man kann hier noch Schussrate drauf machen und hier unten kann man Kopfschussschaden drauf machen. Würde ich euch beides nicht bei dieser Waffe empfehlen. Tatsächlich Schussrate, die braucht ihr nicht unbedingt. Da es ja zwei Modi gibt bei der Waffe. Das langsame Schießen oder das schnelle Schießen. Je nachdem, ob ihr anvisiert seid oder aus der Hüfte schießt. Deswegen braucht ihr nicht unbedingt die Schussrate. Und im gleichen Moment braucht ihr auch keinen Kopfschussschaden, denn die Waffe macht schon ordentlich Damage und die ist eigentlich auch nicht dafür gemacht, auf Headshot zu gehen. Das heißt, diese Perks sind erstmal für euch komplett unrelevant. Wie gesagt, Crit-Wertung und Crit-Schaden sind hier essentiell wichtig. Wer natürlich nach Setup spielt, sollte sich entsprechend, wenn er Schnellschützen Rio Setup spielen sollte, empfehle ich doppelt Crit-Schaden drauf zu machen, aber für alle normalen Leute Crit-Wertung und Crit-Schaden. Reden wir jetzt über den nächsten Perk, der hier natürlich in der Mitte ist. Die Nachladegeschwindigkeit habe ich hier drauf. Das ist ja der dritte Perk. Wie würde ich ihn perken? Ich habe mich, wie ihr hier sehen könnt, schon auf Nachladegeschwindigkeit eingestellt, denn ich spiele sehr häufig mit diesem schnellen Modus, also mit diesem vollautomatischen Modus. Da muss ich ja aus der Hüfte schießen und da muss ich relativ nah an den Gegnern dran sein. Das heißt, da sollte ich auch eine ganz schnelle Nachladezeit drin haben, weil wenn ich langsamer nachlade, habe ich halt entsprechend das Problem. Ihr könnt euch schon denken, werde ich halt schnell angehittet, deswegen sollte man dort auf Nachladegeschwindigkeit gehen. Ihr könnt aber, das ist natürlich euch überlassen, ich sehe es aber jetzt auch so mit dem Schadensperk natürlich. Der Schadensperk würde ich nur machen, wenn ihr auf diesen langsamen Modus geht, dauerhaft tatsächlich und Gegner, die stärker sind, angreift. Dann wäre der Schadensperk natürlich besser für euch geeignet, der also gerne im Hinterhalt angreift oder halt von einer erhöhten Position, dann wäre der Schadensperk natürlich für euch sehr wichtig und dann solltet ihr auch entsprechend nehmen. Jetzt kommt die Frage, Magazingröße, Haltbarkeit oder Rückstoßvermeidung. Rückstoßvermeidung braucht ihr überhaupt nicht, das Ding hat so gut wie kaum Rückstoß. Haltbarkeit braucht ihr nicht unbedingt, also braucht ihr eigentlich gar nicht. Wir haben hier eine Haltbarkeit von 375. Ist schon ordentlich, reicht vollkommen aus. Und eine Magazingröße an sich, würde ich sagen, braucht die Waffe auch nicht. Also das geht auch schon so ganz gut klar. Die 16 Kugeln reichen aus. Ansonsten kann man sich ja immer noch entsprechend einen Helden nehmen, der euch 90% gibt, statt wie hier 75. Das ist der Lightshow Spitfire. Den bekommt ihr wenn ihr brutal anfangt und dann müsst ihr in der Level 40er Zone, glaube ich, mit den Soldaten spielen. Steht aber ganz genau da. Das, wie gesagt, dazu. Kommen wir jetzt einfach mal zum letzten, zum fünften Perk natürlich. Wie sollte dieser geperkt sein? Und der sollte meistens immer harmonieren mit dem letzten Perk, der vorhanden ist. So, wir schauen uns jetzt erstmal in erster Linie die Perks an und dann werde ich euch natürlich entsprechend sagen, welche Perks sind sinnvoll und welche nicht. Und ich sage schon mal eins, Lightshine ist schon mal nicht sinnvoll. Ausgenommen, ja, jetzt kommt eine große Ausnahme. Es steht zwar Lightshine drin, natürlich. Die Waffe macht keinen Leitschaden. Wenn wir hier unten bei den Fähigkeiten sehen, können wir sehen, wir haben keinen Leitschaden drin. Jetzt kommt aber die Frage, ich habe ja eine Ausnahme gemacht, wo macht es denn Sinn? Hier macht es tatsächlich Sinn, wenn ihr einen bestimmten Helden spielt. Was ist das für ein Held?
kurz erläutert, das ist der Hybrid. Der hat nämlich die Fähigkeit, wenn er Drachenschlag einsetzt, dann kommt Flammen raus bei ihm. Und die machen Leitschaden. Das heißt, die Gegner leiden für diesen Moment. Das heißt, ihr setzt den Drachenschlag ein, wenn ihr dann, wie gesagt, das mit leidenden Zielen habt und schießt dann entsprechend auf den Gegner. Oder ihr spielt die Waffe in Kombination, zum Beispiel mit Vierfachwerfer, wo ja auch dieser Leitschaden existiert, oder halt mit anderen Waffen, die Leitschaden besitzen. Dann kannst du einfach rüber switchen und dann kannst du entsprechend damit schießen. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, mit Bodenkiller zu spielen. Da kommt aber die Sache, ob man das dann auch entsprechend haben möchte. Ist alles sehr umständlich, deswegen würde ich das, wie gesagt, nicht empfehlen, diesen Schaden gegen deine Ziele mit reinzunehmen. Kommen wir jetzt erstmal zur nächsten Sache, zu dem Perk, der jetzt viel interessanter sein könnte: Schaden gegen Nebelmonster und Bosse. Denn ich habe gemerkt in dem Gameplay, was ich gespielt habe, tatsächlich, in den Runden, die ich gespielt habe, dass die Waffe extrem viel Damage macht. Und auch hier wieder, ich habe mit einem Helden-Setup gespielt und muss sagen, die Nebelmonster wurden gelöscht. Die wurden halt wirklich gelöscht von dem Setup. Ich habe mit der Waffe in der 140er Zone 100.000 Damage gemacht. Mit einer Kugel, sagen wir es mal so. Also ich hatte schon gut Damage dabei gehabt. Also ist eine ganz gute Sache. Wenn man jetzt ohne Setup spielt, muss man schauen, ob man das entsprechend nimmt. Mit Setup kann ich euch diesen Perk anscheinend, also kann ich ihn komplett empfehlen tatsächlich. Gegen Nebelmonster rasiert ihr komplett. Und wenn ihr halt ohne Setup spielt, würde ich euch eher ein anderes Perk empfehlen tatsächlich. Das ist das, was ich derzeit dabei habe. Und zwar diese 50% Schaden gegen betäubte, in Stauung geratene, eingefrorene und zu Boden geworfene Ziele. Das ist ein Perk, den man am besten haben sollte, finde ich. Bei der Waffe kann natürlich sein, dass jeder sich den Perk natürlich anders vorstellt. Hierbei kann man sich eigentlich schon ganz gut vorstellen, worauf ich hinaus möchte tatsächlich. Und zwar tatsächlich geht es um den Perk hier. Und zwar jeder Treffer verwendet einen Verlangsamungsstapel. Wenn ein Feind 10 Stapel erreicht, wird er für 3 Sekunden eingefroren. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, das heißt, wir können den Gegner verlangsamen und den entsprechend einfrieren. Und da ist halt dieser Perk mit diesen 50% natürlich Gold wert, weil dann machen wir halt 60% mehr Schaden gegen Gegner, die eingefroren sind. Und da sehe ich tatsächlich die Waffe auch. Wir kommen gleich noch zu den Schaden an verlangsamten und ausgebremsten Zielen. Ich finde, das ist wie gesagt ein perfekter Perk, also auch eine gute Kombination. Und ja, was kann ich da am besten sagen? Also ich habe das häufig tatsächlich im Gameplay gemerkt. Meine Hauptziele sind keine normalen Zombies tatsächlich oder füllige Hüllen, sondern halt wirklich Smasher, Laserbuddies, Schweber oder auch Schleuderer. Da ist die Waffe verdammt gut und da kann man sie auch am besten benutzen. Das heißt, die Waffe ist nicht wie die Phantom zum Beispiel gegen mittlere Ziele geeignet oder halt leichte Ziele, sondern eher gegen schwere Ziele. Daher würde ich die Pulsbügler wirklich mit diesem Einfrieren nehmen, weil ihr werdet das natürlich entsprechend brauchen. Wenn ihr aus der Hüfte schießt, könnt ihr halt einen Smasher kurzzeitig einfrieren. Und das ist natürlich auch nochmal Gold wert. Dann können sich die Teammates immer noch darauf fokussieren, diesen zu holen. Und daher kann ich das eigentlich nur empfehlen. Reden wir jetzt kurz über die 37,5% Schaden gegen verlangsamte und ausgebremste Ziele. Wir haben einen gewissen Einschlag da, den habe ich auch schon mitbekommen tatsächlich. Und die Gegner werden auch ausgebremst von der Waffe. Aber war jetzt nicht so im Verhältnis gewesen. Das hatte ich jetzt tatsächlich nur bei fülligen Hüllen gehabt, dass diese fülligen Hüllen entsprechend ausgebremst, also kurz zurückgeworfen sind. Die sind kurz zurückgefallen und sind dann halt wieder weitergelaufen. Das waren ein, zwei Sekunden. Kann man jetzt überlegen, ob man das machen möchte oder nicht. Ich würde euch, wie gesagt, diese zwei Perks empfehlen: Schaden gegen Nebelmonster und Bosse und halt diesen Schaden gegen betäubte, in Stauung geratene, eingefrorene und zu Boden geworfene Ziele. Das sind die Perks, die ich euch da eigentlich empfehlen kann. Diesen Leitschaden, wie gesagt, könnt ihr halt nur in Kombination mit entsprechend den Hybrid spielen, Waffen, die Leitschaden haben, oder dementsprechend natürlich den Bodengriller. Da muss jeder für sich sehen, ob jemand diesen Leitschaden überhaupt drauf machen will oder dass wir irgendwann für die Pulsbügler auch Leitschaden bekommen. Kann sein, wissen wir nicht, das aber wie gesagt dazu. Kommen wir jetzt zu den letzten Fähigkeiten tatsächlich, also den letzten zwei Fähigkeiten, warum ich diese Fähigkeiten bei der Waffe nicht sehe. Wir haben ja bereits darüber gesprochen, dass der Damage Output der Waffe recht gut ist. Mit Setup braucht ihr eigentlich nichts anderes mehr. Da könnt ihr auch ohne diese Fähigkeiten gefühlt spielen. Da kommt jetzt hier aber die Frage, bringt der Schaden, der Feinde zugefügt wird, die weniger als 15% Kondition haben, eliminieren diese sofort.
ist jetzt diese Pirkung gut oder schlecht? Ich würde sagen, die Waffe ist schon ganz gut, da braucht die nicht unbedingt das nochmal, weil bei 15% Kondition erholt die auch schon ganz entspannt. Also da ist jede normale Hülle halt schon tot. Es würde sich halt nur gegen Smecher lohnen, aber da muss ich leider sagen, da sehe ich diese Waffe tatsächlich nicht, dass sie diese Fähigkeit hat. Hierbei würde ich eher diesen Perk tatsächlich der Raygun, das Stromschienengewehr, zuordnen. Da würde sich mehr lohnen, weil die hat erstmal gut Bums hinter, wenn sie schießt. Und natürlich, wenn dieser Perk natürlich entsprechend noch vorhanden ist, dann geht das auch. Der Gegner hat ihn fast low geschossen, ihr schießt normal, der ist weg. Ich kann leider derzeit den Perk auch generell nicht fühlen. Kommen wir jetzt zum Perk, den ich leider bei der Waffe bekommen habe. Wenn du mit dieser Waffe einen Feind triffst, werden deine Schilde um 3% des verursachten Schadens regeneriert. Und du erhältst 8 Sekunden lang 20% maximalen Schild. Und da kommt jetzt die Frage. Ich habe ja bereits darüber gesprochen, man ist auf einer erhöhten Position und man schießt auf den Gegner, so. Was bringt dir das? Also bei der Pulsprügler kann ich auch dieses letzte Perk leider, also die letzte Fähigkeit der Waffe, nicht fühlen tatsächlich. Auch das auch kurz erläutert. Also du bist halt zu wenig in so einem Gefecht, wo du das brauchst tatsächlich. Diese Fähigkeit sehe ich tatsächlich sehr stark bei der Plasmaentlader. Da sehe ich das. Oder aber auch bei der Sternschnuppe. Du hast eine sehr hohe Vollrate bei der Sternschnuppe natürlich vorhanden. Und da sehe ich eher diese Fähigkeit als hier, weil du schießt halt recht langsam oder halt schnell, je nachdem, in welchem Feuermodus du drin bist. Und wenn da schon 20 Hüllen neben dir stehen, dann bringt dir dieser Perk auch nichts. Da kannst du. Bringt dir eigentlich keiner dieser Perks was. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob er sagt, yo, ich nehme das mit dem Schild. Da muss ich leider sagen, da kannst du auch eine Spionagewaffe spielen, die die Fähigkeit hat, wenn du 10 Sekunden lang stehen bleibst oder eine Sekunde stehen bleibst, regeneriert dein Schild so für einen bestimmten Prozentsatz und dann Full Heal. Also du kannst halt im Sturm stehen mit dieser Waffe, mit der Trinität, glaube ich, war das gewesen. Es gibt da natürlich auch noch andere Waffen und regenerierst dein Schild. Also kann ich, wie gesagt, bei dieser Waffe nicht fühlen. Jetzt kommt natürlich die Frage an euch. Wie würdet ihr dazu stehen? Sagt ihr die Perks, die ich hier so erzählt habe, ja oder nein? Einfach in die Kommentare schreiben, ob ihr meint, ja, der Perk und der, also zum Beispiel, ja, ich mache mir lieber Schussrate rauf, damit ich schneller schieße. Ja, dann ist mir egal, dass ich weniger kritte, so. Dann ist es halt so. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wir würden uns natürlich dann entsprechend im nächsten Video wiedersehen. Ich weiß noch nicht, wann das kommen wird, denn ich habe derzeit vor, glaube ich, die Plasmaentlader nochmal vorzustellen und dann dementsprechend noch das Stromschienengewehr. Und zu guter Letzt kommt die Sternschnuppe, weil ich fühle die gerade nicht und ich habe gerade nicht so viele legendäre Kraftquellen. Tut mir daher leid. Und daher muss ich mich erstmal mit Waffen begnügen, die ich auf legendär habe. Dennoch hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dementsprechend im nächsten Video, was auch immer ich mache. Bis dahin und ciao.